Okay, liebe Leute, heute machen wir einen Flug mit der Boeing 747 nach dem offiziellen Release vom Aircraft Avionics Update 2. Und ich versuche das Ganze so zu gestalten, dass man das als Tutorialflug nutzen kann, um das mal alles Schritt für Schritt nachzumachen. Ja, liebe Leute, wir machen heute, wie gesagt, einen Flug mit der Boeing 747 nach dem offiziellen Release von Aircraft und Avionics Update 2. Da hat sich jetzt doch eine ganze Menge geändert, zum Positiven. Das Flugzeug ist jetzt, ich sag mal, beim Aufsetzen vom FMS her und beim Hochfahren ein klein wenig möglicherweise komplizierter als vorher. Dafür ist es vom Flug her, ja, von A nach B, dann wirklich super, super easy zu bedienen, gerade für Anfänger. Weil man jetzt mit dem VNAV-Modus wirklich ganz einfach auch ein schönes vertikales Profil fliegen kann, ohne da viel selbst drüber nachdenken zu müssen, was man jetzt irgendwie hier einstellen muss oder so. Und ich habe die Checkliste jetzt dann auch überarbeitet, sodass sie mit der aktuellen Version funktionieren sollte. Und ich werde den Flug heute versuchen so zu gestalten, dass der gerade für Anfänger auch als Tutorial genutzt werden kann. Dann zeige ich erstmal ganz kurz, wie ich den Flugplan in der Weltkarte aufgesetzt habe und wie ihr hier die ILS-Frequenz zur Not findet. Wir gehen also erstmal nach KJFK, ja, Kennedy International in New York. Und ich wähle jetzt hier oben, das ist einfach dichter an der Runway, den Platz Gate F10. Einmal anklicken, Abflug festlegen. Dann gehen wir hier oben auf die 13 links, starten Landebahn. Ankunft festlegen, dann hier unterer Luftraum wählen, und bei Abflüge jetzt Deeds 513 links. Hier muss man jetzt aufpassen, ich habe Navigraph und somit eine aktuelle Datenbank immer. Wer das nicht hat, der hat hier möglicherweise andere Abflüge drin. Einfach mal durchgucken, ja, bei der 13 links. Dann halt einen Abflug nehmen, der ungefähr so aussieht. In New York gibt's nicht allzu viele Abflüge. Es sollte eigentlich mindestens einer drin sein, der halbwegs so aussieht, ja. Hier so ein Bogen in den Norden und dann nach Westen. Bei Landeanflug dann die 13 links wählen. Der sollte eigentlich immer drin sein. Und dann sieht der Flugplan ungefähr so aus. Ja, das ist so eine halbe Stunde um New York rum. Hier hat man genug Zeit im Cruise noch ein paar Sachen einzustellen, sich nochmal mit dem FMS auch für den Approach zu beschäftigen und so weiter und so fort. Und das reicht in meinen Augen erstmal vollkommen zu. Ich finde, nichts ist schlimmer, wenn man nachher irgendwie 4-5 Stunden fliegt, irgendwo ankommt und dann klappt irgendwas nicht, weil man noch nicht ganz so mit dem Flugzeug vertraut ist. Aber unterm Strich muss das jeder selber entscheiden, ne? Ob er das so 1:1 nachspielt oder vielleicht andere Airports nehmt. So, ILS-Frequenz. Ich habe halt gemerkt, ich weiß nicht, ob ich schon erklärt habe nachher im Video, weil ich schneide das alles ein bisschen zusammen. Ich habe gemerkt, dass ich echt Probleme habe, wenn ich auf der Weltkarte einen Flugplan eingebe und dann mit der Boeing fliege, dass er die ILS-Frequenz automatisch übernimmt. Das scheint auch bei mir nicht immer der Fall zu sein. Normalerweise kann man die ILS-Frequenz auch im Flug auf der VFR-Karte sehen, wenn es nicht ein bisschen verbuggt wäre und bei manchen Flughäfen halt nicht angezeigt wird. Deshalb die einfachste und sicherste Methode, die richtige Frequenz und den Kurs zu finden, ist einfach hier über die Weltkarte. Jetzt ist leider der Filter so eingestellt, dass die standardmäßig ausgeblendet sind. Wir gehen also ganz kurz auf Mehr, dann auf Filter öffnen, dann scrollen wir ganz nach unten und geben ein Navigationshilfen ein. Schließen. Und jetzt sehen wir hier immer am Ende der Runway ein so ein kleines Symbol. Das ist so ein Viereck mit einem Sechseck drin. Und in der Regel ist dann I vor. I ist eigentlich immer das Zeichen, dass wir hier ein ILS-Signal haben als Datenbank. Da klicken wir rauf, ja, und sehen hier den Landekurssender. Der ist immer am Ende der Bahn, die man nutzen möchte. Das heißt, wenn wir auf der 13 links von hier ankommen, ist es das Symbol. Ja, würden wir hier irgendwo landen, dann wäre es das Symbol. Hier das Symbol und so weiter und so fort. Immer am Ende der Landebahn, die man nutzen möchte.
Ja, und hier schreibt man sich ganz kurz einfach die Frequenz raus. Dann ist man schon mal 100% sicher, dass die nachher auch stimmt im Flughafen, im Flugsimulator. Denn es kann immer sein, das gab es früher teilweise an Anflügen in San Francisco, dass die Ingame-Frequenz nicht mit der tatsächlichen Real-Life-Frequenz übereingestimmt hat, sodass man teilweise sich gewundert hat, warum landet er jetzt nicht? Ich habe die richtige Frequenz aus einer Karte abgelesen, aber er landet einfach nicht. Ja? Und das ist jetzt hier so die 100% sicherste Methode. Der Kurs ist immer nicht ganz so wichtig, weil das ILS-Signal funktioniert auch, wenn der Kurs nicht so 100% korrekt im ILS-Radio da eingegeben wird. Ja? Und der Kurs an sich, den kann man sich nachher einfach auch aus dem FMS irgendwie ablesen. Aber die Frequenz ist nicht so immer so einfach zu finden. Und das hier ist, wie gesagt, die einfachste Methode. Ne? 111.5. Dann kann ich gerade für den Anfang noch empfehlen, nicht mit Live-Wetter zu spielen. Das heißt, hier oben bei den Flugbedingungen irgendein Wetter-Preset auswählen. Ja, hier aus den vorgegebenen Presets oder sich eins erstellen. Aber nicht unbedingt mit Live-Wetter spielen. Das kann selbst bei geringen Winden, die irgendwie von der Seite kommen oder so, euch erstmal Probleme bereiten, wenn ihr noch nicht zu sehr mit dem Flugzeug vertraut seid. Ja, also einfach ein Wetter-Preset nehmen und nachher im Spiel dann den Wind erstmal durchaus auch komplett löschen. Dass man erstmal mit null Wind fliegt und dann kann man auch sehen, wenn das Flugzeug irgendwo abweicht nach links, rechts oder so, ob das an irgendeinem Controller liegt, ja, weil der vielleicht nicht richtig kalibriert ist. Und dann weiß man halt, dass der Wind nicht die Ursache sein kann. Ist aber nur eine Empfehlung. Das kann am Ende dann auch wieder jeder machen, so wie er möchte. So, dann ziehe ich mir das auch ein bisschen in den Nachmittag rein. Und dann einfach losfliegen. Mehr ist es nicht. Wir stehen jetzt mit unserer Boeing hier in New York am Gate. Ich benutze eine Payway-Szenerie. Und daher sollte das bei euch ein bisschen anders aussehen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich bin jetzt schon einige Runden geflogen. Immer den gleichen Plan. Ja, mal auf der Weltkarte eingegeben, mal ohne Weltkartenplan und direkt im FMS aufgesetzt. Und ich habe bemerkt, dass er, wenn ich den Flugplan auf der Weltkarte erstelle und ihn hier lade oder übernehme, dass er mir die ILS-Frequenz bei der Landung nicht automatisch ins Radio rein macht. Daher finde ich es wichtig, wenn ihr halt über die Weltkarte immer euren Flugplan erstellt, dass ihr euch da die ILS-Frequenz sicherheitshalber einfach mit notiert, falls es dann bei euch auch passiert. Normalerweise sind die ILS-Frequenzen auch in der VFR-Karte durchaus vorhanden, aber halt nicht immer. Ja, es gibt Airports, da kann man dann hier zum Beispiel in der VFR-Karte raufklicken und hier ist die ILS-Zeile leer, ne? Und wenn man dann halt, weiß ich nicht, 4 Stunden geflogen ist und plötzlich merkt, oh, ILS-Frequenz ist nicht da, dann braucht man nicht groß suchen, wenn man sie sich vorher aus der Weltkarte rausgeschrieben hat, dann entsteht da kein Stress und kein Druck. Ich kann auch nur empfehlen, nutzt eine Checkliste. Ja, meine Checkliste habe ich jetzt angepasst, dass das alles hinhaut mit der aktuellen Version. Und die gibt's halt auf FlightSim.to zum Runterladen, zum Ausdrucken. Oder ihr könnt sie auch über meinen Ingame-Mod benutzen, ist egal. Aber ich kann euch noch empfehlen, jetzt auch als Anfänger mit der 747 hier wirklich eine Checkliste zu benutzen und relativ sauber vorzugehen, gerade beim Aufsetzen des FMS nachher. Denn wenn man hier irgendwie einen Schritt vergisst, gerade den Flugplan zu kontrollieren auf Brüche, dann kann es halt sein, dass der Autopilot einen nicht zum Ziel bringt. Das ist jetzt das, was ein bisschen, ich sag mal, komplizierter ist. Dafür ist es genauer und wir haben dann im Flug weniger Probleme, weil wir wirklich den Flug komplett von Anfang bis Ende eigentlich im Elner von Wiener fliegen können als Anfänger. Brauchen wir uns keinen Kopf machen über irgendwelche Sachen, die wir einleiten müssen und einhalten müssen, Geschwindigkeiten und so weiter. Das macht dann alles der Computer für uns. Dann fangen wir an mit dem Pre-Flight, Flight Deck Safety Inspection und Establishing Power. Batterie on. Einfach mal kurz hören, ob irgendwas anfängt zu piepen. Sollte eigentlich nicht. Standby Power auf Auto. Hydraulikpumpen auf Off. Stehen aber richtig. Scheibenwischer, also Vipers auf Off. Stehen auch schon richtig. Navigationslicht auf On. Logo Lights as required. Macht euch nicht so einen großen Kopf drum. Lasst sie aus oder macht sie an. Hat erstmal keinen großen Einfluss. Landing Gear Lever.
down und im ICA sicherheitshalber überprüfen, dass hier auch down steht. Ja, gear down. Parkbremse gesetzt. Ja, so ist gepult, so ist gesetzt. Entschuldigung, so ist off, so ist gesetzt. Ist von der Seite vielleicht besser zu erkennen. Ja, off, on. Throttles, ja, nach hinten gezogen. Reversers stowed. Die Speedbrake bewegt sich mit, weil die halt, ich sag mal, für die Landung nachher an die Reverser auch gekoppelt ist. Und Fuel Control Switches, das sind die hier, alle auf off, also unten. Ja, so ist on, so ist off. Power fürs Flugzeug. Externe Power können wir anschalten, wenn es verfügbar ist. Ja. On und on. Und die APU muss man nicht gleich starten. Ja, man kann sie auch später starten. Ich nehme das eigentlich immer gleich am Anfang mit rein, weil hier im Flugsimulator kostet Sprit auch kein Geld. Und dann brauchen wir uns nachher nicht nochmal Kopf drum machen, sondern dann läuft das Ding schon. Das heißt, auf on, auf Start und dann fährt die APU hoch. Und wenn die APU ready ist, dann erscheint hier Available als Schriftzug in den APU-Generatorschaltern. Das sieht dann genauso aus wie hier bei External Power, ne? Avail steht dann hier drin. Ja, und so lange einfach ganz kurz warten, so dass man hier nicht vergisst, nachher auch die Generatoren anzuschalten. Wir können schon mal die Batterie zuklappen. Ja, geht relativ fix. Ne? Jetzt steht hier Available. Jetzt schalten wir die APU-Generatoren an. Dann springt normalerweise automatisch External Power raus. Ja, dann ist das schon mal erledigt. Jetzt gehen wir zum Air Condition Panel. Upper and Lower Recirc Fans on. Stehen schon richtig. Dann Flight Deck Temperatur Control. Ja, einstellen, wie man möchte, hat absolut keinen Einfluss. Ne? Das ist die Temperaturkontrolle. Uns wird vorm Tisch ja dadurch nicht wärmer oder kälter. Also 10 Uhr einstellen, das ist so eine Standardeinstellung wohl. Dann Trim Air. Das sind die beiden Switches auf On. Die stehen schon richtig. Packs 1, 2, 3 auf On. Ja, man hört es auch gleich, wie es anfängt zu rauschen. Jetzt sind die Air Conditions an, ja. Pack ist Pneumatic Air Condition Kit. APU Bleed auf On steht eigentlich richtig so. Und Engine Bleeds alle aus steht eigentlich auch schon richtig so. Jetzt können wir schon mal die IRS einschalten. Das ist im Prinzip wichtig fürs Navigationssystem. Auf NAV drehen, alle drei. Ja, Left, Center und Right. Und wir haben nachher im FMS die Möglichkeit, die Zeit einzustellen als Option. Das ist nicht realistisch, ne? Im echten Flugzeug brauchen die halt so lange, wie sie brauchen. Hier im Flugsimulator können wir das aber ein bisschen runterdrehen, weil die Zeit doch schon ganz schön, ja, lange sein kann, bis die fertig sind. Ja, das geht, glaube ich, bis zu 7-8 Minuten oder so. Und damit haben wir jetzt erstmal den Initial Preflight fertig. Jetzt gehen wir ins FMC und setzen hier alles auf. Und das ist jetzt wirklich relativ wichtig, damit die Performance vom Flugzeug stimmt und damit der Autopilot auch alles so findet, ja. Nachher, wie es sein soll an Wegpunkten. So, hier kommt man mit der Kamera relativ schlecht hin. Ich ziehe mir auch mal ganz kurz die Speedbrake weg hier. Sonst hängt die mir immer vor dem Button hier unten rum. Die erste Seite ist eigentlich standardmäßig offen, ja, Ident, Page, kurz checken, ne, Flugzeug, Model, Flugzeug, Engines, aber hier im Flugsimulator ist das immer alles richtig, Navigationsdatenbank und dann einfach auf Position Init, ja, hier kurz auf den LSK 4 rechts, also Line Selector Key, LSK, 4 rechts klicken, Line Selector Key, 5 rechts, und er übernimmt hier die GPS-Position. Dann auf Route.
gucken, ob das von der Weltkarte ordentlich übernommen wurde. Ja, JFK ist übernommen, JFK ist übernommen. Das passt. Wenn man das selber eingibt, ja, dann einfach über die Tasten hier Origin eingeben und Destination eingeben. Dann einmal Activate klicken, das erscheint dann hier. Und Execute. Ja, dann ist der Flugplan erstmal aktiv. Jetzt gehen wir auf Departure und Arrival. Wir gucken, ob er das alles richtig übernommen hat. Und wir können theoretisch einen Transition auswählen. Wenn ihr das auf der Weltkarte erstellt habt, dann lasst das einfach so, wie es ist. Wenn wir das von Hand eingeben, ja, dann können wir die Runway auswählen, dann die Sit auswählen und noch eine Transition. Da muss man dann gucken, ob man mit Karten spielt und sich die richtige Transition aussuchen, ne? Transition ist dann einfach mal der Punkt, in welchem man auf die entsprechenden Luftstraßen in Richtung Ziel dann langsam übergeht. Und das gleiche checken wir jetzt bei der Ankunft. Ja, ILS 13 links. Er hat uns hier eine Star reingehauen in die Karte. Das müssen wir erstmal so hinnehmen. Und gucken, ob das mit dem übereinstimmt, was ihr auf der Weltkarte geplant habt, so halbwegs, ne? Zumindest der ILS-Anflug, ja. Dann nochmal auf die Route gehen. Next Page. Und gucken, ob die Wegpunkte alle drin sind. Ja, wir sehen hier schon, ist wieder was frei. Ist also eine Discontinuity. Ja, hier ist der Anflug mit drin. Das heißt, wir müssen bestimmte Sachen löschen. Dazu gehen wir auf die Next Page. Vectors. In einigen Flügen sind Vektoren drin. Das ist im Flugplan ein Bruch. Ja, ich zeige das mal ganz kurz. Das ist nicht notwendig, aber man kann sich den Flugplan hier immer auch auf diesem Navigationsdisplay anzeigen lassen. Wenn man hier auf Plan klickt, kann man hier rauszoomen. Ja, was hier blau dargestellt ist, ist nachher der Missed Approach. Weil wir sehen hier, der Abflug bei Vektor hört auf. Und der nächste Punkt für den Abflug wäre hier oben dies. Ja, hier ist eine Lücke drin quasi. Und diese Lücke müssen wir schließen. Das heißt, den Vektor löschen wir. Am einfachsten geht es, wenn wir auf den nächsten Wegpunkt klicken, auf dies. Und den dann auf die Zeile mit Vectors überschreiben. Execute. Ja? Und jetzt ist der Flugplan hier mehr oder weniger geschlossen. Ja, jetzt fliegt er hier die Kurve nach dem Abflug, also nach dem Takeoff, und geht dann in Richtung dies. Ja? Das kann für den Autopiloten manchmal dann ziemlich scharf sein, ist aber nicht so schlimm. Manchmal hat man einfach diese Vektoren drin. Entweder man sucht sich dann einen anderen Abflug aus, wo kein Vektor drin ist, oder man lebt halt damit, dass man vielleicht erstmal manuell so ein bisschen sich rumdreht auf den Flugplan drauf oder dass der Autopilot halt eine ziemlich scharfe Kurve fliegt. Ja, das ist erstmal im Flugsimulator nicht so wild. Jetzt sehen wir hier schon, dass hier auch nochmal eine Lücke drin ist, ja, zwischen Tickle und Kmohi. Ist auch eine Flugplan-Discontinuity, also ein Bruch. Das ist durchaus normal. Das sind so Brüche zwischen der normalen Route und dann dem Übergang in den Anflug oder der Übergang aus dem Abflug in die Route. Das ist ganz normal. Das ist kein Bug, kein Fehler, kein Nichts. Das gab's halt nur vor dem Update nicht in der Boeing, ne? Ja, hier ist die Discontinuity. Das sind dann einfach, ja, 4 oder 5 Kästchen. Und die können wir auch wieder ganz einfach schließen, indem wir uns hier den Wegpunkt aussuchen. Und den dann da reinklicken, wo die Kästchen sind. Execute. Na, jetzt gucken wir nochmal durch. Jetzt müssten keine solche Kästchen mehr übrig sein und auch kein Vektor mehr drin sein. Und hier ist jetzt der Flugplan auch geschlossen. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Sonst findet der Autopilot den Weg nicht, ne? Der würde sonst einfach beim Vektor hier immer geradeaus fliegen. Und hier würde er einfach auch nicht dann in den Approach übergehen, ne? Und das ist der Flugplan. Jetzt kommen wir zur Performance. Ist auch relativ wichtig, um die richtigen Geschwindigkeiten, ich sage mal, dem Flugzeug mitzuteilen, ja, für die Landung und für den Takeoff. Wir gehen auf Init Ref.
Und der sollte eigentlich gleich die Performance-Initialisierungsseite aufrufen. Wer sich hier irgendwie mal verklickt und nicht mehr weiß, wo er ist, der kann immer wieder einfach erstmal auf den Index klicken. Ja, mindestens bei initref kommt hier unten immer der Index. Und dann kann man hier nochmal gucken, oh, ich habe die Position vergessen, ich habe die Ident vergessen. Ich kann hier nachher später in Approach reingucken, Takeoff. Ja, das sind so die wichtigsten Seiten auf der linken Seite. Ja, und wir wollen jetzt in die Performance. Performance init. Ich ändere mal ganz kurz das Gewicht. Das kann man auch ganz am Anfang machen, ist egal. Ich nehme deutlich weniger Treibstoff mit, weil wir wirklich nur eine kurze Runde fliegen. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht über das maximale Landegewicht kommen. Ne? Maximale Landegewicht ist leider im Flugsimulator auch nirgendwo hinterlegt. Ich habe es in die Checkliste mit reingenommen. Wir gucken mal kurz, dass ich jetzt nichts falsch mache. Maximales Landegewicht sind 688.000 Pfund. Ja, mit 20% Sprit liegen wir da drunter, können wir die Runde fliegen. So, zumachen. Und dann klicken wir einfach hier in die Zeile mit dem ZFW, Zero Fuel Weight. Das ist also das Gewicht des Flugzeuges, inklusive Passagiere und so weiter, aber ohne Treibstoff. Ja, einmal reinklicken, dann übernimmt er das hier unten automatisch. Dann nochmal reinklicken und er übernimmt das in die Zeile. Reserve. Nicht so viel drüber nachdenken. Wer jetzt sowieso nicht mit Simbrief plant oder so, gebt einfach, weiß ich nicht, 10 oder irgendwas ein. Ja, das sind ja 10.000 Pfund Reserve. Nicht viel drüber nachdenken. Cruising Altitude. Wer jetzt den Flug nicht plant über Simbrief und sich jetzt, sag mal, Kopf macht, wie hoch sollte man fliegen, das ist unheimlich schwer zu sagen. Ihr werdet, wenn das Flugzeug ganz voll ist, sowieso nicht richtig dolle hochkommen. Nehmt dann irgendwas für längere Flüge zwischen 30 und 40.000. Ich sag mal, alles, was über 300 nautische Meilen ist, könnt ihr über 300 oder über Flight Level 300 dann fliegen. Und dann müsst ihr gucken, wenn euer Flugzeug noch Luft hat, geht er halt im Flug dann immer noch mal ein Stück höher, bis er nicht mehr wirklich steigen könnt. Ist aber im Prinzip in Real Life auch eher eine Sache von Geschwindigkeit und Treibstoffeffizienz. Ja, das hat nichts mit der technischen Funktion eigentlich des Flugzeuges zu tun. Heute für unseren Tutorialflug gehen wir nur auf 12.000 Fuß. Das war verkehrt. Ich meinte 20.000 Fuß. Kostindex, auch nicht so viel drüber nachdenken. Das wird in der Regel draußen auch von der Airline vorgegeben oder über die Planung. Gebt hier für den Anfang 99 ein. Das ist ein Wert. Und der geht halbwegs. Ne? Wir müssen hier im Flugsimulator keinen Sprit bezahlen, nischt. Und dann Execute. Dann gehen wir weiter auf Thrust Limit. Auch nicht so viel drüber nachdenken, was D-Rating ist für den Anfang. Unterm Strich ist es eine Geschichte, um die Engines zu schonen und Treibstoff zu sparen. Da kann man im Prinzip dem Computer sagen, wir sind so leicht, wir wollen nicht mit vollem Take-Off-Power fliegen, sondern wir wollen mit 10% weniger maximalen Thrust fliegen, um die Engine zu sparen. Wenn ihr euch unsicher seid, lasst das immer oben stehen. Ja, ich weiß, dass ich heute relativ leicht bin. Wir deraten mal, also wir begrenzen mal den maximalen Thrust auf 10% nach unten. Dann gehen wir auf Take-Off. Hier gehen wir die Flap-Stellung ein. Ja, 5, 10, 20. Ist durchaus, glaube ich, alles zulässig. Muss ich nochmal ändern hier, 5% auch, 5 Grad. Je nachdem, wie schwer man ist. Unterm Strich ist es eher so, oder ist es so, dass je höher die Flap-Stellung ist, desto eher kann man vielleicht abheben, aber desto langsamer geht nachher das Durchbeschleunigen. Wenn ihr voll beladen seid, nehmt, weiß nicht, 10 oder 20 Grad Flaps und wenn ihr relativ leicht seid, nehmt da 5 oder 10. Mit 10 macht man eigentlich erstmal im Flugzeug da auch nichts falsch. Das würde im Real Life einfach die Planung auch hergeben. Da gibt's dann Kalkulatoren, die sagen, okay, für die Runway an dem Airport unter den Bedingungen startest du mit Flaps 10, 20, 5, was auch immer. 10 ist okay. Jetzt setzen wir das Center of Gravity. Auch einfach mal kurz reinklicken. Dann nimmt er das hier unten in die Zeile. Dann nochmal reinklicken. Und er gibt uns dann unseren Trim vor. Diesen Trim müssen wir nachher einstellen. Hier, ja, Step Trim. Das sind die Stabilisatoren hinten am Flugzeug. Und hier ist der Wert. Den müssen wir nachher auf diesen Wert einstellen. Ja, 7,3. Jetzt sehen wir hier die Geschwindigkeiten.
Die sind noch nicht übernommen. Wir müssen also jeden Button hier oben einmal anklicken, dass die Geschwindigkeiten übernommen werden. Dann verschwindet dieser kleine Pfeil dahinter und die Zahl wird ein bisschen größer. Ja, seht ihr den Unterschied? Das ist auch wichtig, sonst gilt das nicht als übernommen. Und wer möchte, kann auf die nächste Page gehen. Hier noch mit Acceleration und Thrust Reduction Height rumspielen, ist aber erstmal nicht notwendig. Wer mit realistischer Transition Altitude spielen möchte, das heißt mit der Höhe, in welcher wir vom lokalen Luftdruck in den Standardluftdruck übergehen, der kann hier auf der VNAV Page die Transition Altitude noch einstellen. Ja, in Europa sind die relativ niedrig, das ist so 5000, 6000. Kommt wirklich auf jedes Land drauf an. Und hier im Amiland sind die halt immer bei 18.000. Das ist eigentlich Standard hier im Amiland. Und der Flugsimulator, ja, wenn ihr mit ATC spielt, nimmt immer 18.000. Auch wenn ihr in Deutschland fliegt oder irgendwo anders, im Flugsimulator für die ATC ist die Transition Altitude immer 18.000 Fuß. Würde ich auch nicht so viel drüber nachdenken. Ja, ist im Flugsimulator auch nicht so wichtig, sage ich mal. Uns kann ja halt nichts passieren im Flugsimulator. Ne? Wir können nicht wirklich sterben, wenn wir irgendwie Mist bauen. Damit sind wir eigentlich im FMS fertig. Ich lasse das jetzt für den Takeoff eigentlich auf der Performance-Seite für den Takeoff auch stehen. Das heißt Index. Ach, übernimmt er automatisch, ne? Also er erkennt schon, dass ich eigentlich die Seite haben möchte, ne? Für den Takeoff, dass ich hier nachher nochmal Trim sehe und meine Speeds. So lasse ich das. Auf der Seite vom FO kann man inzwischen auch immer was anderes einstellen. Die FMS sind getrennt inzwischen. Das war vorher auch anders. Das ist auch jetzt ziemlich cool. Dann gehen wir weiter in die Cockpit Preparation. Wir bereiten jetzt mehr oder weniger alles vor für das Abfliegen, Engine Start und so weiter. Wir checken einfach die wichtigsten Sachen durch. Ne? Das geht einmal von oben nach unten und insgesamt von links nach rechts. Ja, sind dreimal so Flows oder Scan Flows nennt man das. Ist auch nicht so wichtig. Die IRS sind wichtig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, die müssen auf NAV stehen. Electrical Panel, nochmal checken. Ja, Batterie ist an, Standby Power auf Auto, Utility auf On, APU auf On. Ich würde es dann spätestens jetzt anfangen zu starten. Ja, APU Generator Switches oder Generator Switches auf On, External Power checken, dass die off sind. Da steht halt nicht off, ne? Da steht dann halt Available. Das bedeutet, die sind aus. Dann Bus-Tie, alle vier auf Auto und die Generator-Control-Switches alle auf On. Da die Engines nicht laufen, steht da aber ein Off drunter. Das ist aber die richtige Stellung. Hydraulic-Switches, alle vier off, hatten wir vorhin schon gecheckt. Internal Lighting, ja, hier könnt ihr die Lichter so ein bisschen einstellen. Einmal die Hintergrundbeleuchtung, immer für die Panels, aber auch Flutlicht. Ja, und Dome Light. Storm geht sowieso nicht, brauchen wir nicht, okay. Ja, ist die erste Reihe fertig. Dann die zweite Reihe. Hier haben wir Emergency Light. Ist hier ganz oben auf Arm. Das ist die Mittelstellung. Ja, vielleicht schwer zu erkennen. Ja, das ist On. Das ist Arm. Das ist Off. Einfach mit dem Mausrad drehen. Ja, und dann zuklappen. Dann Fuel Panel. Kurz checken, steht aber eigentlich richtig. Ja, die Treibstoffpumpen alle erstmal aus. Und Crossfeed hier in der 747 einfach so lassen, wie es steht, ja, auf On. Dann Window Heat auf On. Wing und Engine Anti-Ice auf Auto. Das ist jeweils die mittlere Stellung. Jetzt sind wir hier fertig. Hier oben sind zwei wichtige Switches, Yaw Damper, die stehen aber richtig, ja, auf On. Dann Air Condition Panel, haben wir vorhin schon eingestellt. Nochmal kurz drüber gucken, ob alles richtig ist. Passt aber. Engine Bleed Off ist so das Wichtigste, was wir nochmal checken jetzt hier. Und hier auch nochmal Lighting Panel. Ja, ne? NAV On und Logo Licht, so wie ihr wollt. Ja, On oder Off macht erstmal keinen Unterschied großartig. Würde euch in echt die Airline vorgeben, welches Licht ihr eigentlich wann setzt. Dann gehen wir ans Glare Shield Panel. EFIS Controls. EFIS, ja, Electronic
Flight Instrument System. So die ganzen Panels hier, ne? Jeweils einmal für den Captain und einmal für den FO. Ja? Der FO hat sein Panel hier zum Einstellen. Wir haben unser Panel hier zum Einstellen. Und das Wichtigste ist der Luftdruck. Ja, wenn ihr mit dem Wetter-Preset spielt, so wie ich es erstmal vorgeschlagen habe, könnt ihr zur Not immer hier ins Wetter reingucken. Und seht hier den Luftdruck. Ja, je nachdem, welche Einstellung ihr vorgenommen habt, kann das ja auch in Millibar stehen. Ja. 2978. Hier oben kann man zur Not umschalten zwischen Hektopascal und Inch. Und der große oder der obere Knopf, der kleine, der dreht die Zahl rein. Ist aber schwer zu treffen, weil oben nochmal so ein Klickbutton ist, ja, zwischen Standard und Lokal. So, 2978. Wetter auslassen noch, Traffic auslassen noch, Terrain auslassen noch. ND-Mode einstellen, wie man möchte. Ja, Standardeinstellung für den Flug ist eigentlich Map. Das ist die Standardeinstellung für den Flug. Hier ist die Range zum Einstellen. Ja, für den Takeoff nehmen wir das relativ. Und nachher wird die Landung auch relativ rangezoomt. Und während des Fluges kann man ein bisschen rauszoomen, ne? Aber das ist dann persönliche Präferenz. Das kann jeder erstmal machen, wie er möchte. Dann Mode Control Panel. Ist das hier. Das ist Autopiloten Panel. Mode Control Panel. Aufsetzen. Flight Director on. Sind beide gekoppelt. Autothrottle arm. Autopilot disengagebar muss oben sein. Preselect LNAV und VNAV. Das heißt, die beiden Modi hier schon mal klicken, dass die leuchten. Und dann checken wir im Flight Mode Annunciator, ob das so aussieht, ja. Oben Toga Toga grün als aktiver Modus und darunter LNAV VNAV als gearmter Modus. Dann die Geschwindigkeit vorwählen. In der Regel ist es V2, also V2 plus 10. Wenn man leicht ist, kann es auch mal V2 plus 20 sein. Das heißt, ich stelle hier heute 180 ein. Ja, im Zweifelsfall einfach V2 plus 10 nehmen. Ich bin aber relativ leicht. Ich weiß, dass ich leicht bin. Ich nehme jetzt V2 plus 20. Dann die Höhe vorwählen. Wenn ihr mit ATC spielt, dann halt die Höhe, die ihr freigegeben bekommt. Ich spiele ohne ATC, ich stelle hier gleich mein Cruising Level ein, ja, also meine Cruising Höhe, meine Cruise Höhe, 12.000 Fuß. Dann Bank Limit, am besten auf Auto. Und Heading stellt man eigentlich erstmal immer auf Abflugkurs. Dadurch, dass wir hier aber gleich eine Kurve fliegen, stelle ich das Heading jetzt mehr oder weniger so auf den ersten Kurs, ja, nach der Runway. Ist auch nicht immer ganz so wichtig, das Heading mitzudrehen. Das würde draußen eigentlich auch der zweite Mann teilweise machen. Und hier im Flugsimulator passiert in der Regel sowieso wenig, was schief geht. Und damit haben wir das Mode Control Panel auch aufgesetzt. Display Control. Das ist dieses kleine Panel. Damit können wir im Prinzip so ein paar Sachen durchschalten für die Inbound- oder Inboard-Panels. Oder das Lower Center Panel. Ja, das Panel können wir darüber nicht steuern und die PFDs auch nicht. Standardmäßig steht es auf Lower Center und wir können jetzt hier uns verschiedene Pages anzeigen lassen. Synoptic Pages ist für den Anfang nicht wichtig, weil sowieso eigentlich alles hinhaut. Ne? Wir haben keine Fehler drin. Ja? Electric Panel hier unten, Fuel Panel, ECS, Environmental Control System, also eigentlich die ja, Klimaanlage auf Deutsch gesagt, und Pressurization. Flight Controls, Hydraulik, DRS ist Doors, Gear und Infos nicht gesetzt. Und wir hauen uns hier aber die Checkliste rein. Ne, dass wir eine kleine Checkliste hier unten sehen. So lasse ich das. Ist aber auch wieder persönliche Präferenz. Ihr müsst mit diesen Ingame-Checklisten nicht arbeiten. Ist nochmal eine kleine Hilfe. Und dann sind wir jetzt damit fertig. Dann gehen wir jetzt im Prinzip auf die Mitte. Ne? Also wir gehen quasi von links dann jetzt in der Mitte von den Side-Panels übers Main Panel drüber und theoretisch würde der FO das von seiner Seite halt in die andere Richtung machen.
Oxygen Masks checken ist nicht simuliert. Die Helligkeit der Displays finden wir hier. Ja, Outboard ist das PFD. Inboard ist das ND und der zweite dreht in der Regel, glaube ich, das Overlay von der Helligkeit her ein. Ja? Das Wetter- oder Terrain-Overlay zum Beispiel. Ah, jetzt haben wir hier nicht viel zu sehen. Kann ich jetzt nicht testen. Müsste aber so sein. Dann checken wir ganz kurz die Flight Instruments, also PFD und ND. In der Regel einfach gucken, ob hier irgendwas groß rot steht oder so. Wenn zum Beispiel die IRS nicht aligned sind, dann haben wir hier noch Fehler drin. Dann Integrated Standby Flight System. Einstellen, theoretisch auch Luftdruck setzen und so weiter und so fort. Ich ignoriere es eigentlich im Flugsimulator immer, weil uns die normalen Displays nicht ausfallen. Ja, aber in Real Life würde man das auch einstellen und durchaus nutzen im Notfall. Dann Helligkeit vom Upper und Lower Display. Ist hier oben. Mal noch ein bisschen hochdrehen. Landing Gear Lever nochmal checken. Ist unten. Dann Autobrake Selector auf Rejected Takeoff, also RTO, da unten. Und Fuel Quantity checken, ja, 80.000 Pfund, haben wir auch wirklich ungefähr geladen, kommt hin, ne? Dann Pedestal. Speed Brake Lever down. Ja, ich hatte den in die Mitte geschoben wegen dem FMS. Thrust Levers nochmal checken, Idle, dann Parking Brake checken ist gesetzt, Flap Lever in Agreement, im Flugsimulator halt einfach immer komplett vorne auf 0. Fuel Control Switches, Cut Off nochmal checken, Transponder, Standby, den entsprechenden Squawk Code von der ATC eingeben, ja, theoretisch wäre mit ATC spielt, der hat hier sich, sag mal, die ATC-IFR-Freigabe geholt und dann kriegt man in der Regel den Squawk-Code schon mit. Würde man dann hier einstellen und den Transponder noch auf Standby lassen. TCAS für den Anfang nicht groß drum kümmern, above, normal, below. TCAS wäre nochmal eine Geschichte für sich, ist für den Anfang nicht so wichtig hier im Flugsimulator. Seatbelt Signs befinden sich bei der Boeing hier in der Mitte auf Auto erstmal. Und damit haben wir jetzt den kompletten Pre-Flight-Check fertig. Man würde jetzt im echten Leben ungefähr an dieser Stelle die Pre-Flight-Checkliste aufrufen. Ja, Parkbremse ist gesetzt, Fuel Control Switches, check. Und mit normal können wir dann immer eine weitergehen. Und wer hier aus Versehen klickt und überspringt irgendwas, kann hier oben beim normalen Menü zurückgehen in die Checkliste, die er gerade wollte. Ja. Und dann kommen wir langsam zum Before Engine Start und Engine Start. Before Pushback, Before Start. Damit ist mal Engine Start gemeint, ja? Türen und Fenster geschlossen. Wer mit Fluggastbrücke spielt oder so, spätestens jetzt weg. Ne? Dann APU aller spätestens jetzt anmachen. Ja? Verify on. External Power, Verify off. Hydraulikpumpen jetzt alle auf Auto. Dann Treibstoffpumpen jetzt auch alle anschalten. Außer es kommt so eine Meldung. Pressure. Ich habe jetzt so wenig Sprit drin, dass meine Center- und Step-Tanks leer sind. Ja, die vier würden jetzt Pressure anzeigen. Dann brauche ich es auch nicht. Alle anderen an. Dann Beacon an. Und zwar auf Both. Ja, mit dem Mausrad nach unten klicken. Step Trim. Stellen wir jetzt ein auf die 7,3 aus dem FMS. Da ist die Trimmung. Nose up. Zack. Rudder and Aileron Trim 0. Sind aber standardmäßig immer ja, auf 0, ne? Transponder Mode kommt halt immer auf den Airport ein bisschen drauf an. Ja, wenn so ein Airport kein Ground Radar oder irgendwie sowas hat, keine Ahnung, kann es sein, dass man Transponder schon anschaltet.
im Flugsimulator auch nicht so wichtig. Erst recht nicht, wenn ihr nicht irgendwie online fliegt oder so. Ja, einfach auf Standby erstmal lassen. Seatbelt Signs auf On. Und jetzt würde die Before Start Checkliste kommen. Ja, Before Start. Passenger Signs sind On. Mode Control Panel. V2 ist gesetzt. Heading ist gesetzt. Alt ist gesetzt. Takeoff Speeds haben wir alle gesetzt. Man würde einfach im Cockpit jetzt mit zwei Mann die nochmal kurz einfach verifizieren. Ja. CDU Preflight haben wir gemacht. Trim ist gesetzt auf 7,3, so wie gesagt. Taxi Takeoff Briefing haben wir gemacht. Beacon auf Both. Checklist complete. Dann kommen wir zum Engine Start bzw. Pushback. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir uns erst zurückpushen lassen und dann die Engine starten, so dass wir nichts durcheinander machen. Normalerweise kann man halt während des Pushbacks dann auch schon die Engine starten. Ich nutze für den Pushback dieses Tool. Da hat aber jeder möglicherweise was anderes. Ansonsten zur Not einfach Shift und P drücken. Das ist der einfachste Pushback-Befehl, der einen auch einfach gerade nach hinten schiebt. So, wir rufen den Pushbacker. Kann über das Tool dann auch direkt die Parkbremse lösen, wenn es soweit ist. Und er fängt an. Ja, langsam. Parkbremse. Und ich lasse mich gleich ein bisschen drehen. Und das soll auch schon reichen. So, Parkbremse, Pushback-Stop. Und wir machen den Engine-Start. Pushback ist erledigt, Parkbremse ist gesetzt. Wir fangen mit Engine 4 an. Einfach hier oben den entsprechenden Start-Button ziehen, zack, und den entsprechenden Condition-Lever bzw. Fuel-Cut-Off-Schalter oder Fuel-Control-Schalter auf Run. Ja, und dann laufen die Engines hoch. Und das Ganze wiederholen wir dann für die Engine 1, 2 und 3. Und die Engines pegeln sich dann so bei, ja, 23-24% N1 ein. Dann die nächste, 1. Und die letzte Engine, 3. Und die Engine pegelt sich ein. Sieht alles gut aus. Dann gehen wir in der Checkliste weiter in den After Start, also After Engine Start, Before Taxi. Hier oben im Air Condition Panel Engine Bleed on. Alle vier. Bei den Generatoren im Elektropanel checken wir, dass jetzt diese Off-Lichter ausgegangen sind. Ja, dass nur noch On leuchtet. Passt aber. APU-Generator können wir ausschalten. Und die APU können wir auch ausschalten. Anti-Ice as required. Lass es im Zweifelsfall auf Auto stehen. Dann Flight Controls checken. Ich musste hier mit Erschrecken feststellen, dass in dem Flugzeug mein Yoke invertiert ist oder mein Joystick, ja. Bei allen anderen Flugzeugen ist es andersrum und hier in der 747 musste ich jetzt plötzlich den Haken rausnehmen. Weiß ich nicht warum. Ist auch das einzige Flugzeug, glaube ich. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist, dass ihr in der 747 die Höhenruderkontrolle ja genau andersrum machen müsst wie in den anderen Flugzeugen eigentlich. So, ich checke aber draußen sicherheitshalber, ne? Das ist alles wirklich. Entschuldigung.
so sich bewegt, wie es soll. Ja, Höhenruder. Jawohl. Querruder. Passt von der Richtung. Seitenruder. Passt auch von der Richtung. Ist okay. Autobrake, nochmal checken. RTO, ja, also Rejected Takeoff. Stimmt. Flaps, jetzt für den Takeoff setzen. Wir hatten uns für 10 Grad entschieden. Dann Flight Deck Door, closed and locked, ist aber hier, steht hier, also ist nicht klickbar, steht halt so, wie es steht. Dann die Before Taxi Checkliste. Anti-Ice, Auto, Recall. Recall bedeutet eigentlich, dass man nochmal unterdrückte Warnmeldungen im ICAS aufrufen kann. Hier in der 747 ist das der Button. Ja, damit kann man einmal Warnmeldungen canceln und wieder vorrufen. Ja. Kommt aber nichts. Das heißt, ist keine Warnmeldung irgendwo unterdrückt worden. Passt. Check. Autobrake ist RTO. Flight Controls haben wir gecheckt. Ground Equipment ist clear. APU ist off. Dann Taxifreigabe holen. Taxilicht anmachen. Runway Turn Off Lights. Ja, ist im Simulator auch nicht so wichtig. Die sind eigentlich dazu da, dass sie so links und rechts nochmal ein bisschen mehr ausleuchten, falls ihr irgendwie, ja, sag mal, eine Kurve beim Rollen nehmen müsst. Könnt ihr anmachen, könnt ihr auslassen. Würde euch in echt wahrscheinlich auch die Airline einfach vorgeben. Und jetzt kommen wir zur Runway rollen. So, Parkbremse lösen. Und die 1-3 links, heute in unserem Fall, ist dann gleich hier vorne. Ja, sinnig rollen. Wenn man zu schnell wird, ist im Flugsimulator das so programmiert, dass die Radeinschläge auch nicht mehr voll sind. So, wir rollen heute mit unserer Boeing 747 bis ganz ans Ende, dass wir die maximale Runway haben. Das ist jetzt bei unserem Gewicht nicht so schlimm, aber wenn man komplett voll ist, sollte man das schon machen. Dann kommen wir zum Before-Takeoff-Check. Wir gucken nochmal in den Flight-Mode-Annunciator im PFD, ja, ob das alles so dasteht. Ja. Grün Toga Toga und weiß LNAV VNAV. Flaps nochmal kontrollieren, sind gesetzt. Jetzt können wir einschalten die entsprechenden Radare. Ich nehme auf meiner Pilotenseite Terrain. Wir haben hier aber eigentlich flaches Gelände, ne? Könnte man auch weglassen. Wir können auch Traffic einschalten. Wir können auch Wetter einschalten. Ja, das ist für den Anfang aber nicht so wichtig. Und ich lasse das, glaube ich, alles mal komplett aus. Mode Control Panel nochmal checken. V2 plus 10 oder 20. Heading. Altitude. Dann Call Before Takeoff Checklist. Ist sehr kurz. Flaps sind gesetzt. Dann Freigabe holen, gegebenenfalls ein Replay-Tool starten, falls ihr euren Flug aufnehmen wollt. Dann Landelichter an. Strobe Lights on. Und Transponder jetzt in der Regel auf TA.
nicht zu viel drüber nachdenken, da gehe ich jetzt heute auch nicht drauf ein. Und dann kommen wir ganz kurz zur Theorie des Takeoffs. Einfach mal, falls wirklich komplette Anfänger dabei sind. So ein Takeoff besteht im Prinzip aus drei Grundphasen. Das kann man eigentlich für jeden Airliner so annehmen. Ne? Einmal der Ground Roll, also das Beschleunigen auf der Runway. Dann heben wir ab. Ja, wir rotieren quasi, wir heben die Nase. Dann gibt es einen ersten Climb. Da fliegt man noch mit vollem Takeoff-Power. Relativ steil hoch, um erstmal ein bisschen Höhe zu gewinnen. Einfach, Höhe ist in einem Flugzeug immer Sicherheit. Ne? Höhe ist Energie. Falls dann irgendwie eine Engine ausfällt oder was auch immer, je höher man ist, desto besser ist es. Und dann kommt die Beschleunigungsphase und die Konfigurationsphase, wo man dann die Landeklappen und so weiter einfährt. Ja, da wird in der Regel der Schub dann auch automatisch in vielen Airlinern ein Stück zurückgenommen, um die Engine zu schonen. Da wird dann halt, ich sag mal, so ein Schub gewählt, den das Flugzeug wirklich dauerhaft aufrechterhalten kann, ohne dass die Engines kaputt gehen und so weiter. Und da wird dann auch langsam einfach beschleunigt auf die entsprechende Geschwindigkeit. Ja, unter 10.000 Fuß 250 Knoten bei den meisten Flugzeugen. Und über 10.000 Fuß im Climb haben wir ja nochmal eine Beschleunigungsphase. Ja, aber das ist so der Takeoff. Ganz grob drei Phasen. Hier in der 747 machen wir das so, dass wir die Throttles auf 40% schieben. Ja, dass sich das hier stabilisiert. Und dann setzen wir den Toga-Mode. Also wir schalten im Prinzip Auto-Throttle ein. Das ist hier bei der 747 am Throttle-Quadrant. Ja, das sind diese beiden Switches. Da kommt man schwer ran. Ne? Also wenn man hier so sitzt und guckt, am besten das irgendwie auf eine Taste binden. Ja, oder halt mal schnell so klicken und Sicht abspeichern oder wie auch immer. Das müsst ihr dann wissen, wie ihr das macht. Ne? Damit aktiviert man aber im Prinzip den Auto-Throttle an sich. Und dann bewegen sich die Throttle ab dem Moment auch alleine. Und theoretisch ist das alles so schön programmiert mit dem VNAV, dass wir dann unseren Throttle, also unseren Hardware-Throttle, erst wieder anfassen müssen, wirklich 50 Fuß vor der Landung. Dann ziehen wir wieder in Idle. Ja, ansonsten ist das alles schön sauber programmiert, dass wir wirklich den ganzen Flug im LNAV und VNAV bleiben können. Das ist für Anfänger super, super gut gemacht. Wenn wir den Auto-Throttle aktiviert haben mit den Toga-Buttons, dann checken wir ganz kurz, ob hier auf der Seite vom FMA auch Thrust Reference anspringt. Oder manchmal steht auch Hold zwischendurch schon mal. Ne? Thrust Reference oder Hold muss hier anspringen. Dann ist das auch ein Zeichen, dass der Auto-Throttle auch wirklich aktiv ist. Ja, bei VR, das wäre heute 141 Knoten. Ja, hier kommt nachher auch ein ganz kleines Zeichen. Fangen wir an zu rotieren, also ganz langsam den Yoke nach hinten ziehen, nicht zu schnell, dass man ganz langsam erstmal hochkommt. Und wenn das soweit ist, dann folgen wir einfach mehr oder weniger diesen Flight Director Bars. Ne? Also den kleinen Punkt in der Mitte einfach immer auf der Mitte von dem Magenta Kreuz halten. Ja, dann macht man erstmal alles richtig, mehr oder weniger. Nach dem Abheben, sobald wir eine positive Rate haben, ja, also eine positive Climb-Rate haben, fahren wir das Fahrwerk ein. Am besten mit einer Taste, ne? Mit der Maus macht sich das immer blöd. Und mindestens diese V2 plus 10 Knoten halten. Wenn man aber dem Flight Director folgt, ja, dann ist der auf diese 180 Knoten ausgerichtet. Ne? Deshalb stellen wir das hier ein, da brauchen wir uns auch keinen großen Kopf drum machen. Und den Autopilot dann gegebenenfalls, ich sage mal, anschalten. Ja, nicht zu früh. Ich würde so bei 400 Fuß ungefähr den Autopiloten anschalten. Und ja, nach 400 Fuß oder 300 Fuß, nach einer Weile schaltet der um, der Autopilot. Ja, das behalten wir so ein bisschen im Auge. Ne, da im Hintergrund schaltet um quasi von Toga grün auf LNAV grün. Ne, es rutscht nach oben. Und auf der Seite rutscht das VNAV nach oben. Ja, da steht dann VNAV Speed nachher in grün. Das sollte man auch so ein bisschen im Auge behalten. Ja, spätestens bei 1500 Fuß sollten die auch wirklich aktiv sein. Ich werde das gegebenenfalls nochmal hier umsortieren. Muss ich mal gucken. Ja, und wenn der Autopilot an ist, dann passiert auch alles andere automatisch. Ja, bei 1500 Fuß nimmt das Flugzeug automatisch die Nase runter, nimmt automatisch den Schub zurück, beschleunigt automatisch auf 250 Knoten. Wir müssen einfach nur die Flaps einfahren.
Und zwar gibt es ja immer so kleine Marker, ja, 5, 1 und ab. Und, nee, wir starten heute mit 10. 10, 5, 1, ab, die kommen so nach und nach. Und immer wenn wir uns so einem Marker nähern, ja, also wenn wir uns dem Marker 5 nähern, dann können wir die Flaps schon mal auf 5 zurückziehen. Wenn wir uns dem Marker 1 nähern, können wir die Flaps auf 1 zurückziehen. Und wenn wir uns dem Marker abnähern, können wir die Flaps einfahren. Ja, weil wir halt durchbeschleunigen. Ja, das sind so die Mindestmanövergeschwindigkeiten eigentlich für die Landeklappen. Und das ist so der Takeoff in der Theorie. Ja, und danach gehen wir dann in den Climb über und machen die Climb-Checkliste. Dann noch ein kleiner Tipp, worauf ihr immer achten solltet. Momentan gibt es zumindest bei mir einen kleinen Bug. Ich war jetzt ganz kurz im Menü, ne, habe eine Pause gemacht, komme aus dem Menü raus und meine Speedbrakes sind ausgefahren. Ja, da müsst ihr gucken, immer drauf, ja, so ein Auge drauf werfen, wenn ihr zum Beispiel keine Leiste habt oder so, dass wenn ihr aus der Pause rauskommt oder so, dass dieser Hebel halt nicht ausgefahren ist. Das habe ich aber auch nicht bei der Boeing so. Das ist bei mir momentan generell ein Problem. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst fehlt euch nachher ein bisschen Lift einfach, ja. Das ist halt eine Luftbremse quasi. Also, Parkbremse lösen. Und wir rollen langsam rauf. Ich mache mal ganz kurz Headtracking an. Und wir stellen uns erstmal richtig hin. Ein rollender Start ist theoretisch auch erlaubt, aber ich würde es nicht machen. Ach, heute sind wieder viele Vögel unterwegs. Genau über die Runway. Und ich habe es nicht erwähnt. Nicht wundern, ja, mein Cockpit, das ist halt ein Mod. Ne? Ich habe mir das selbst bemalt, irgendwie eher in schwarz. Weil ich mag die normalen Boeing 747 Farben auch nicht so sehr. Den Autopiloten schalte ich nachher mit einem Button ein. Am Joystick und Autothrottle auch. Ich habe mir das alles auf den Joystick gelegt, dass ich halt nicht mit der Maus rumfummeln muss hier. Ich sage das aber deutlich an, verbal, wann ich was mache. Ich mache jetzt mal Headtracking. Ich lasse es noch an, dann kann man mal kurz auf den Schub gucken. So, anbremsen. Power auf ca. 40% N1. Stabilisiert sich alles und jetzt drücke ich die Toga-Buttons am Throttle. Ja, Throttle geht an, Thrust Reference steht da, bewegt sich auch alles, Bremse lösen. Wenn ihr keinen Wind habt, braucht ihr auch nicht groß lenken, ansonsten mit den Seitenruderpedalen lenken. Ja, wir kommen jetzt durch 100 Knoten durch. Es kommt auch ein Callout gleich. Ja, das ist dann kurz vorm Rotieren. Rotieren. Ja, so schön einfach versuchen, auf diesen Magenta-Symbolen zu bleiben im PFD. Definitiv positive Climb Rate. Gear up, auch mit einem Button. Ja, und jetzt kommt schon mal die Kurve. Die kommt halt relativ früh hier in diesem Approach, in diesem Abflug. Ich richte jetzt mein Kreuz relativ gut aus am Flight Director. Autopilot an, sodass der nicht viel rumspinnen muss. Und wir sind schon gut beschleunigt. Das heißt, ich fahre jetzt schon mal die Flaps ein. Ne? Flaps 5. Flaps 1. Ja, das steht immer ganz leicht. Hier, wie gesagt, am PFD. Ne? Wir sind eigentlich schon durch ab durch. Das heißt, ich kann schon absolut clean fliegen. Flaps ab.
ja, wir sind so leicht, wir haben unheimlich schnell durchbeschleunigt. Das passiert nicht, wenn ihr vollbeladen seid, ne? Da hat man ein bisschen mehr Luft. Und wir checken halt, dass hier Trust Reference steht, LNAV und VNAV Speed. Ja, und das passt alles. Und man braucht sich jetzt eigentlich in dem Flugzeug wirklich nicht um allzu viel kümmern. Das ist super, super sauber programmiert. Solange ihr am Anfang im FMS das mit dem Flugplan alles ordentlich und sauber aufsetzt. Ne? So, wir gehen ganz kurz in die kleine Checkliste. Das passt. Ne? Haben wir gerade gecheckt. Landing Gear ist definitiv ab. Flaps sind definitiv ab, also retracted, eingefahren auf 0. Autobrake geht automatisch auf Off zurück. Wir checken das einfach nur. Transponder Mode Selector jetzt auf TARA. Taxilichter aus. Runway Turnoff Light auch aus, falls ihr es anhattet. Und Seatbelt Signs as desired. Ja. Ich lasse jetzt mal den ganzen Flug über auf On. Theoretisch kann man die je nach Wetter und je nach, ja, Steigflug, wie steil das alles wird, auch schon eher, sag ich mal, ausschalten. Das ist dann immer die Entscheidung des Captains. Wir können auch ein paar Sachen hier im ND erklären. Wir sehen hier eigentlich immer schön so ein grüner Bogen. Das ist eigentlich der Bogen, der uns anzeigt, wenn wir da ankommen, haben wir die eingestellte Höhe vom Autopiloten erreicht, ne? Ich hab's wirklich nur auf 12.000 gedreht. Ich depp, ja. Wir wollen auf 20.000. Ich habe das jetzt verwechselt mit einem anderen Flug, den ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Da waren es nur 12. Wir wollen heute auf 20.000. Zack. Ja. Und wir sehen hier theoretisch auch den Top of Climb angezeigt. Ja, T-C, Top of Climb. Wir haben jetzt die 10.000 Fuß durchschritten. Das Flugzeug hat jetzt auch weiter beschleunigt. Das macht ja alles automatisch. Da braucht ihr euch überhaupt gar nicht drum kümmern. Wir können in der Checkliste nochmal ganz kurz gucken. Bei 10.000 Fuß können wir die Landelichter ausmachen. Wir können theoretisch Logolichter ausmachen. Habe ich gar nicht an. Das Einzige, was im Prinzip, ich sage mal, anbleibt, sind die Strobes. Ja, das ist das, was eigentlich die ganze... Und Nafflicht, ne? Die beiden, die bleiben eigentlich die ganze Zeit an. Beacon auch. Entschuldigung. Die drei. Ja, das sind die, die anbleiben. Hier habe ich noch was doppelt drin, das muss ich löschen. Und Transition Altitude ist hier in Amerika, wie gesagt, 18.000 Fuß. Kommen wir auch gleich hin. Und bei 18.000 Fuß schalten wir im Prinzip den Luftdruck auf einen Standardwert um, sodass ab der Transition Altitude alle Flugzeuge die gleiche Bemessungsgrundlage für ihre Höhe haben. Mehr ist es nicht. Also wenn jetzt einer von einem anderen Ort kommt, wo ein anderes Wetter geherrscht hat, mit einem anderen Luftdruck, dann würde er, wenn er auf seinem Luftdruck fliege und ich auf meinem, auf einer anderen Höhe fliegen, obwohl wir beide das gleiche hier angezeigt bekommen. Weil ein Luftdruck kann nur herrschen, einer von uns beiden wäre dann irgendwie falsch. Deshalb wird das umgestellt, ja, auf Standard. Und dann spricht man auch von Flight Level, also Flugfläche. Und dann sind die Flugzeuge wirklich immer alle gleich hoch, wenn das gleiche angezeigt wird. Ne? Also wenn dann bei mir und dem anderen 20.000 Fuß angezeigt wird und er hat Standardluftdruck drin, ich habe Standardluftdruck drin, dann wissen wir, dass wir beide auf der gleichen Höhe fliegen, wenn wir ja, dicht beieinander sind. Ja, kommen 18.000 Fuß. Einmal klicken hier auf Standard, dann stellt sich das um. Ansonsten würde das auch blinken oder es wird, glaube ich, orange oder so nach einer Weile. Weiß gar nicht genau, wie das hier in der Boeing ist. Ist aber im Flugsimulator auch nicht so dramatisch. Ne? Also dann gehen wir in die After-Takeoff-Checklist. Landing Gear ab, Flaps ab. Ah, das nächste ist nachher dann schon die Descent-Checklist. Wir kommen jetzt auf unser Cruising Flight Level, 20.000 Fuß. Wenn ihr weiterfliegt, ist es natürlich höher. Und man kann sich erstmal ganz relaxed zurücklehnen. Und den Autopiloten alles machen lassen.
Und wir müssen jetzt im Cruise einfach immer nur die Instrumente im Auge behalten, insbesondere die Navigation. Ja, jetzt drehen wir das auch ein bisschen hoch, damit wir einen etwas besseren Überblick haben, wo wir sind. Ja? Und hier ist zum Beispiel unser Top of Descent eingemalt. Wenn ihr eine wirklich lange Strecke fliegt, dann kann es sein, dass ihr den natürlich nie drauf habt am Anfang. Ne? Wenn ihr da, weiß ich nicht, 2000 Meilen fliegt oder so, dann ist der einfach nicht drauf am Anfang. Ja, aber irgendwann solltet ihr euch halt mental darauf vorbereiten. Halt, Moment, irgendwann kommt mein Top of Descent. Und wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr noch Zeit habt, bis der Top of Descent kommt, könnt ihr in die Progress-Seite gehen im FMS. Ja, Progress-Seite zeigt euch hier unten To Top of Descent an. In unserem Fall kommen wir um 21.13 Uhr Zulu am Top of Descent an. Dann könnt ihr einfach das mit den Zeiten vergleichen. Und es sind noch 59 Meilen. Ja, hier könnt ihr euch immer dann dran orientieren und sagen, ah, okay, ich habe jetzt noch so lange Zeit, beziehungsweise so viele Meilen, und dann muss ich mir langsam den Kopf um den Sinkflug machen. Und bis dahin könnt ihr eigentlich relativ relaxed sein. Und ich kann euch nur empfehlen, fangt so spätestens bei 50 Meilen vor dem Sinkflug an, euch damit mental zu beschäftigen, ja, die Sachen vorzubereiten, und dann habt ihr einfach nachher keinen Stress, wenn es plötzlich dann, ja, zum Top of Descent kommt, weil das ist nicht viel. 50 Meilen, wenn ihr in 30.000, ich sag mal, Fußhöhe fliegt und vielleicht mit 400, 500 km/h, nee, mehr sind dann 800 km/h nachher oder sowas, dann geht das ruckzuck rum, ja, schneller als man eigentlich immer denkt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 50 Meilen bis zum Top of Descent. Ich habe das extra die Runde so kurz gewählt, dass wir uns jetzt schon einen Kopf machen können, langsam um den Descent. Wir checken nochmal ganz kurz Speed, LNAV, VNAV, Path. Das ist das, was im Cruise dastehen muss. Ja, Seatbelt Signs im Cruise, auch wenn das Wetter smooth ist oder was auch immer, dann gegebenenfalls auch mal auf Off oder so. Im Flugsimulator eigentlich auch vollkommen egal erstmal. Und jetzt machen wir Approach Briefing und Descent Preparation. Wir gehen erstmal ins FMS. Solltet ihr keinen Flugplan über die Weltkarte geplant haben, sondern eure Flüge immer von Hand eingeben und ihr habt den Approach noch nicht eingegeben, weil ihr 2000 Meilen fliegt und nicht klar war, was für einen Approach ihr nehmt, dann spätestens jetzt natürlich auch erstmal den Approach einprogrammieren, ja, über die Approach-Page. Ja, hier im Departure-Arrival-Index Arrival und dann den entsprechenden Approach und Arrival eingeben. Wir haben es ja gleich von der Weltkarte übernommen. Wir machen daher nur die Performance-Geschichte. Wir gehen auf Init Ref. Da wird euch, wenn ihr in der entsprechenden Phase seid, eigentlich auch gleich die Approach-Seite angezeigt. Und wir wählen hier unsere Konfiguration für die Landung. Ja, bei der Boeing 747 ist es einmal 25 Grad Flaps. Dann hätten wir diese Geschwindigkeit. Oder 30 Grad Flaps. Wir hätten diese Geschwindigkeit. Und wir haben hier unten standardmäßig eine Windkorrektur von 5 Knoten drin. Ich kann nur empfehlen, lasst es für den Anfang einfach so. Ne? Wir wählen 30 Grad und 144 Knoten, einmal klicken, dann hier Line Selector Key 4 drücken und im FMS wird er nachher 149 Knoten als Landegeschwindigkeit automatisch einstellen, wenn es soweit ist. Ja, das ist das, was wir aufsetzen müssen. Jetzt gehen wir in die RudNav Page. Also ich lasse mir die Seite immer offen, auf meiner Seite, und gehe hier auf die RudNav Page. Das war verkehrt. Da ist es. RudNav Page, ja. Und ich sehe hier schon wieder ILS Park. Wir warten noch ein bisschen. Und ich will diesmal nochmal überprüfen, ob er irgendwann die ILS-Frequenz automatisch übernimmt. Aber hier muss die ILS-Frequenz rein. Und momentan, das ist jetzt auch neu, seit dem letzten Update, muss die in einem Format eingegeben werden. Frequenz / Heading. Ja. Nur so kann man das hier eingeben. Alles andere nimmt er einfach nicht. Wenn man jetzt nur die Frequenz nimmt, dann kommt da immer dieser Error. Ja, Invalid Entry. So, wir warten aber nochmal. Ich will nochmal testen, ob er es diesmal macht. Vermutlich nicht. Ihr solltet euch auf jeden Fall, wenn ihr mit Karten spielt oder was auch immer,
mental jetzt dann nachher drauf vorbereiten, dass ihr die eingeben müsst, wenn ihr über die Weltkarte den Flugplan geplant habt. Ja, das kann immer passieren, dass er das nicht automatisch übernimmt. Holding einprogrammieren, lassen wir für den Anfang jetzt mal weg. Autobreak können wir schon setzen. Ich würde bei der Runway jetzt die 3 wählen. Ja, je höher die Zahl, desto stärker bremst es nachher automatisch bei der Landung. Mehr ist es nicht. Minimums. Wenn ihr ohne Karten spielt, dann könnt ihr die richtigen Minimums nicht eingeben. Die sind einfach nur auf Karten zu finden. Dann stellt einfach das Ding auf Radio und stellt 200 Fuß ein. Damit macht man eigentlich nie was verkehrt. Das ist ja so ein Wert, der kommt standardmäßig ganz oft hin bei Anflügen. Ja. Die barometrische MDA entspricht ganz oft der, also 200 Fuß DH. Ja, nach einer Weile springt das um auf 10er und 100er. Hier muss man ganz doll aufpassen, wie man hier dreht. Und im Flugsimulator ist das mit den Minimums und so auch, oder Decision Heights und sowas, alles auch nicht so wild. Weil auch hier kann uns nichts passieren. Ne? Wenn wir crashen, dann crashen wir halt, dann laden wir den Flug neu, dann ist gut. Seatbelt Signs, wie man möchte, als Captain, ja, dann schon mal vor dem Descent vielleicht auf Auto stehen oder auf On oder was auch immer. Auch im Flug sind nicht ganz so wichtig. Und jetzt ist noch ein Punkt, die Höhe einstellen schon mal für den Autopiloten. Und zwar nimmt man da eigentlich so eher die Höhe vom Final Approach Fix. Wenn ihr keine Karten habt, dann nehmt momentan einfach immer so 3000 Fuß über dem Airport. Ne? New York liegt jetzt fast bei, ja, weiß ich nicht, ein paar Fuß. Das heißt, ich stelle jetzt hier 3000 Fuß ein. Wenn ihr zu einem Airport fliegt, der auf 2000 Fuß Höhe liegt, dann stellt ihr hier 100 ein. 5000 ein. Und wenn das hier eingestellt ist, wird der Autopilot automatisch am Top of Descent anfangen zu sinken und wird auch, ich sag mal, Beschränkungen im Sinkflug, ja, da gibt es ja ganz oft Punkte, wo man sagt, okay, hier musst du noch mindestens 6000 Fuß haben und so weiter, die wird auch einhalten. Das ist momentan alles richtig gut programmiert. Ja, also hier im Zweifelsfall 3000 Fuß über Airport einstellen. Wir haben hier heute in New York einen Anflug, ich weiß es, weil ich die Karten habe, ne, wo der Final Approach Fix auf 1500 Fuß liegt. Und deshalb stelle ich den hier heute ein. Und wenn ihr das 1:1 nachfliegt, könnt ihr hier auch 1500 Fuß einstellen. Ja, und damit haben wir alles eingestellt. Wir checken nochmal ganz kurz. Speed, LNAV, VNAV Path ist so geblieben. Ja, dann gehen wir ganz kurz in die Descent Checkliste. Recall, lassen wir mal kurz weg. Autobreak ist gesetzt. Landing Data, ja, haben wir gecheckt. VREF ist 144. Minimums sind eingestellt. Approach Briefing completed. Ja, und ihr seht schon, wir sind jetzt unheimlich dicht dran. Nun habe ich viel erklärt dabei, aber das geht halt da oben, gerade wenn ihr noch höher fliegt, alles so schnell, dass ich euch wirklich nur empfehlen kann, fangt spätestens 50 Meilen vorm Top of Descent an, euch da einen Kopf drum zu machen. Dann kommt der eigentliche Sinkflug. Ja, wir gucken noch mal ganz kurz in die Progress-Page. Jetzt ist das schon gar nicht mehr angezeigt, das heißt, wir sind unmittelbar vom Top of Descent. Jetzt wird hier dann auch gleich die entsprechende Anzeige erscheinen. Aber wir selbst brauchen uns um nichts kümmern. Ne? Top of Descent T/D im Navigationsdisplay. Wir brauchen auch keinen Schub wegnehmen, nichts. Ne? Hier geht's los. Ja? Wir kriegen hier diese neue Anzeige. Der Magenta-Pfeil in der Mitte zeigt im Prinzip an, wo der ja, errechnete Sinkpfad ist. Ne? Sobald der mittig ist, ist alles okay. Ist der Magenta-Pfeil über uns, dann sind wir unter dem errechneten Sinkpfeil. Ist der Magenta-Pfeil unter uns, dann sind wir über dem errechneten Sinkpfad. Ne? Hier haben wir auch nochmal eine Anzeige. Alles nicht so wild. Manchmal kommt eine Anzeige, Achtung, guck mal ins FMS. Wenn das hier zu doll abweicht, kann es halt sein, dass wir ein bisschen mehr Drag brauchen. Ja, das Flugzeug fliegt dann schon im Idle, kann aber immer noch nicht stark genug sinken und wir müssen dann gegebenenfalls ein bisschen an der Speedbrake ziehen.
Ja, da gibt's dann aber eigentlich einen Hinweis und dann, das erkennt man auch daran, dass es hier doller abweicht. Aber in der Regel passt das alles ganz gut hin, dass man die Speedbrake nicht unbedingt braucht. Und mehr brauchen wir erstmal nicht machen. Das ist der Descent. Spätestens jetzt würde ich die Seatbelt Science auf On stellen als Captain, keine Ahnung. Bei 10.000 Fuß ja, gehen wir wieder zurück auf die Lichter und auf die Geschwindigkeit 250 Knoten. Das macht er alleine. Und in der Transition Altitude bzw. Flight Level gehen wir auch zurück auf den Standard Luftdruck, also den lokalen Luftdruck. Hier im Amiland, wie gesagt, sind es 18.000 Fuß. Die haben wir durchschritten. Wir stellen hier jetzt wieder um. Hier sieht man es, ne? Es ist orange, also als Warnung. Wir stellen hier wieder um auf den lokalen Luftdruck. Ja, wenn ihr mit Live-Wetter spielt, müsst ihr euch halt immer den Luftdruck holen. Deshalb kann ich am Anfang empfehlen, spielt mit einem festen Wetter-Preset, dann ist der Luftdruck am Ziel- und Startort zumindest erstmal gleich. So, das haben wir. Ansonsten besteht so ein Anflug und Approach auch, ich sag mal aus, grob vier Phasen. Das ist jetzt ganz, ganz grob, ja, damit es allgemein für viele Airliner erstmal zutrifft. Wir haben einen Initial Approach. Da fliegen wir erstmal so in den Terminalbereich des Flughafens ein, sind auf der Star. Dann kommt irgendwann die Phase, wo wir den Localizer und auch die Glide Slope abfangen. Dann sind wir auf der Glide Slope. Ja, das heißt, wir sitzen wirklich auf dem Final Approach, auf dem ILS-Signal drauf und dann kommt die Landung. Das sind so grob die Phasen, die eigentlich immer zutreffen. Der Initial Approach, wo wir langsam dann in den Bereich kommen, wo wir wieder handeln müssen als Captain, den würde ich so auf 20 bis 15 nautische Meilen vor dem Ziel einordnen, ja, und in einer Höhe von 6.000 bis 4.500 Fuß über dem Airport. Das heißt, wenn ihr natürlich einen Airport anfliegt, der auf 2.000 Fuß liegt, dann müsst ihr hier raufrechnen, ja, dann wäre der Initial Approach zwischen 8.000 und 6.500. Und in der Phase gehen wir dann nachher langsam runter mit den Geschwindigkeiten und fangen an, uns zu konfigurieren, ja. Dann kommt die Localizer-Phase, die würde ich einordnen bei 15 bis 10 nautische Meilen vor dem Ziel, beziehungsweise in einer Höhe von ungefähr 4.500 bis 3.000 Fuß über Grund. Ja, wir sollten dann also spätestens, wenn wir bei 3.000 Fuß sind, das hier alles erfüllt haben. Und dann kommt die Glide-Slope-Phase. Hier konfigurieren wir uns dann letztendlich komplett, spätestens aber 2.500 Fuß über Grund. Ja, weil manchmal kommt die Glide-Slope, wie heute zum Beispiel, sehr, sehr spät. Wir fliegen erst circa bei, ich glaube, 1.500 Fuß, wie gesagt, in eigentlich den Final Approach rein. Aber bei 2.500 Fuß würde ich spätestens schon, ich sag mal, als Anfänger zumindest komplett konfiguriert sein wollen. Soweit ist es aber noch nicht, ne? Wir kommen jetzt erstmal auf die 10.000 Fuß drauf zu. Das heißt, wir machen jetzt wieder die Landelichter an. Gegebenenfalls Logolichter an. Und wir achten darauf, dass der Autopilot auf 250 Knoten zurückgeht. Beziehungsweise hier im Descent-Profil sind sogar 240 Knoten eingestellt. Ja, da brauchen wir uns jetzt in der neuen Version von der Boeing auch gar nicht drum kümmern. Das passt alles mega super. Und wir halten auch super den Pfad. Ich brauche hier heute keine Speedbrake, nichts. Ich zoome nochmal ein Stück ran. Und wir warten jetzt im Prinzip, bis wir in den Bereich Initial Approach kommen. Ja, an der Höhe ist es meist einfacher abzuschätzen als die Entfernungen. So, wir nähern uns jetzt den 6.000 Fuß. Ich kann noch mal ganz kurz rausgucken. Ja, schön Manhattan. Da vorne ist der Airport mehr oder weniger. Und ich würde jetzt wirklich spätestens bei 6.000 Fuß als Anfänger anfangen, dann hier die Sachen durchzugehen, ne? Wir checken jetzt ILS-Frequenz. RUDNAV hat er nicht genommen, das heißt schnell eingeben, ne? Also spätestens jetzt sollte sie drin sein. 5/1/3/4. Ach, jetzt wird sie übernommen. Dann am Altimeter haben wir gesetzt, Autobrake haben wir auch gesetzt, Landing Lights is on. Wir setzen jetzt Flaps 1. Ja, mit einer Taste, Flaps
1. Und das ist das Zeichen auch für den Autothrottle. Okay, der Captain will langsam runtergehen mit der Geschwindigkeit. Das macht er alles super automatisch. Ja, geht jetzt auf die entsprechende Geschwindigkeit runter. Und wenn er ungefähr bei der 1 ist, setzen wir dann die Flaps 5. Ne? Mach's ein bisschen vorher, sodass er Bescheid weiß. Ja, 5, dass er weiter runter geht. Und hier oben hat er jetzt dann auch schon in der Entfernung, ich sag mal, die Final Landegeschwindigkeit drin. Ja, wirklich unsere V-Approach. Ne? Das ist unsere ausgerechnete V-Ref plus 5 Knoten Windkorrektur. Ja, und das klappt alles ganz gut. Wir gehen jetzt so gleitend wirklich alles runter. Das passt super hin mit dem Wiener 4. Ich bin wirklich begeistert von der neuen 747. Die ist mega cool programmiert. Ja. Jetzt sind wir schon im Bereich Localizer Glide Slope Intercept. Wir gehen dann jetzt sogar schon auf Flaps 10 langsam runter. Ne, das hilft dann auch immer beim Geschwindigkeit abbauen. Ja. Kurz vor 3000 Fuß. Also auch Flaps 20. Und ganz knapp vor 3000 Fuß setze ich jetzt noch das Fahrwerk. Ja, und er wird immer langsamer. So, Fahrwerk raus. Ja, und wir können jetzt den Autopiloten-Modus eigentlich scharf machen für den Approach. Ja, bei vielen Anflügen ist man jetzt eigentlich schon dann auf der Glide Slope fast drauf. Hier in New York ist halt ganz knapp vorher nochmal was. Wir sind jetzt im Prinzip in der Phase, aber noch nicht auf der Glide Slope, ne? Approach-Modus an. Und wir checken den Flight Mode Annunciator. Ja? Da muss Localizer stehen, da muss Glide Slope stehen, in weiß. Ja, ich muss die Flaps langsam weitersetzen. Ja? Wir sind jetzt nämlich eigentlich in der Phase, ja, Flaps 25, Flaps 30. Und wir müssen darauf achten, dass er dann irgendwann anfängt, das einzufangen und dass hier dann Speed, Localizer grün und Glide Slope grün steht. Ne? Das ist dann aber wirklich je nach Anflug immer ein bisschen unterschiedlicher. Es gibt so Anflüge, die sind so knapp wie hier. Es gibt auch Anflüge, da kommt man ganz lange schon gerade auf den Airport zu. Dann passen diese allgemeinen Sachen hier ein bisschen besser drauf. Ne? Aber jetzt kommt's, ja. Localizer ist grün, Glide Slope ist grün. Autopilot fängt alles ein. Wir sind im Prinzip voll konfiguriert. Wir setzen jetzt noch die Speed Brakes auf gearmt. Ja, entweder mit der Maus. Ich habe es auf den Hebel programmiert. Ja, das ist die gearmt Stellung. Und wir setzen jetzt theoretisch die Missed Approach Altitude. Wenn man keine Karten hat, stellt ihr einfach irgendwas von 3000 Fuß über Airport ein. Das ist so, ja, ganz oft ein Standard. Und dann gehen wir in die Before Landing Checklist. Ach, Approach Checklist hat er irgendwo noch drin. Hier, ne, bei Transition Flight Level hat er noch eine Approach Checklist. Wie gesagt, die sind alle gar nicht so wichtig, wenn ihr hier nach so einer Checklist vorgeht. Landing Checklist, Speed Brakes sind gesetzt, Landing Gear ist down, Flaps sind down. Fertig. Wir achten jetzt drauf, dass wir spätestens bei 1000 Fuß, ja hier, bei 1000 Fuß, spätestens wirklich stabil auf dem Localizer drauf sind, auf der Glide Slope drauf sind. Und für Autoland, also wer jetzt mit Autopilot auch landet, ja, spätestens hier sollte dann im Flight Mode Annunciator weiß Rollout stehen und Flare. Das sind die Modi für den Autopiloten. Ne? Wir gehen dann auch alle drei Commands an, also alle drei Autopiloten gehen dann an. Land 3 steht auch da. Und wir können uns jetzt einfach nur schön auf die Landung konzentrieren. Wir müssen nämlich bei 50 Fuß. Ja, bei 50 Fuß, beim Callout 50 Fuß, müssen wir unseren Throttle zurückziehen. Ich mache mal kurz Headtracking an, dass ich da schnell wechseln kann.
Und wenn wir aufgesetzt haben, gehen wir in den Umkehrschub. Ja, man muss da ein bisschen hören, ne? 50 Fuß Callout, Throttle in den Idle ziehen. Alles andere macht der Autopilot erstmal. Und nach dem Aufsetzen den Throttle in den Umkehrschub. Na, da war Callout 500. Callout 400 war da. Fifty call out, ja. Throttle in idle. Aufsetzen lassen. Ja, Throttle Umkehrschub. Speedbrakes gehen automatisch raus. Autopilot hält auch schön die Centerline, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Und wir warten jetzt so bis 60 Knoten. Bei 60 Knoten nehmen wir langsam den Umkehrschub raus. Ja. Und bremsen an. So, Speedbrakes können wir wieder einfahren. Und da können wir runterrollen. Und inzwischen ist das in der 747 richtig gut gemacht. Also wir stehen nicht mehr sofort. Ne? Wir haben schon ganz schön Landelauf auch. Was wirklich mega cool geworden ist. So, erstmal runter. Bevor man sich um irgendwelche Checklisten kümmert. So, jetzt sind wir erstmal runter von der Bahn. Kurz anhalten. Und dann gehen wir in die After-Landing-Checkliste. Ja. Taxilicht wieder an. Runway-Turn-Off-Licht. Gegebenenfalls auch wieder anmachen. Landing-Lights off. Strobe-Lights off. Logo Lights as required, Speed Brakes. Ja, habe ich schon vorher eingezogen, ansonsten jetzt spätestens einziehen. Flaps ab. Dann Transponder Mode. Wieder in Standby. Wetter, Traffic, Terrain. Also alle Radare mehr oder weniger so ausmachen. Wobei Radar ist immer auch so ein allgemeines Wort, ne? Also Terrain ist nicht unbedingt immer ein Radar. Ja, also das ganz oft einfach eine Datenbank hinterlegt oder so. Aber das fasse ich jetzt hier mal so in der Liste zusammen. Anti-Ice as required. Ja, zur Not jetzt einfach auf Off oder Auto lassen. Im Zweifelsfall. Und wer halt nachher an der Rampe noch eine Weile steht oder am Gate, der könnte jetzt auch die APU starten. Ja, schon wieder für nachher. Und das ist so After Landing. Ne? Jetzt würden wir zum entsprechenden Gate rollen. Da würden wir Parking und Shutdown machen. Da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein. Die nächste Checkliste wäre dann hier Shutdown. Ne? Und dann, wenn man also nicht weiterfliegt oder wirklich das Flugzeug ja jetzt dann verlässt,
Kann man auch Securing the Aircraft machen. Ja, alles ausschalten. Und dann ist fertig. Das zeige ich jetzt aber nicht mehr im Video. Das soll so, denke ich mal, reichen. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs verständlich erklären. Und ich kann für Anfänger wirklich nur nochmal empfehlen, benutzt wirklich eine Checkliste, insbesondere für das Aufsetzen des FMS und das Schließen des Flugplanes. Ja, das ist wirklich ganz wichtig, dass der Flugplan im FMS geschlossen ist, sonst fliegt der Autopilot einfach nicht zum Ziel nachher. Und macht euch wirklich, wenn ihr keine Karten habt, vorher auf der Weltkarte Notizen zur ILS-Frequenz. Denn es ist scheinbar wirklich so momentan, dass er die ILS-Frequenz nicht automatisch einträgt, wenn man den Flugplan über die Weltkarte plant. Das ist jetzt bei mir das dritte Mal, dass es so passiert ist. Scheint ein Bug zu sein, kann aber auch sein, dass es einfach technisch bedingt so ist, weil wir im FMS viel mehr Möglichkeiten haben, bei den Anflügen irgendwas auszuwählen, als das, was er da auf der Weltkarte anbietet. Ja, das ist einfach wesentlich flexibler. Das kann einfach mit der Datenbankstruktur und so weiter zu tun haben. 100% genau weiß ich es nicht, ne? Aber es ist momentan einfach so. Wir können es dann auch nicht ändern. Am Ende, wie immer der Hinweis, auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch noch immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt am besten zu uns auf den Discord. Man kann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten ein bisschen austauschen, rumchatten, unsere Voice-Kanäle nutzen, am Community-Flug teilnehmen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!